Guten Tag und herzlich willkommen bei den Heimkinderraum Video News. Mein Name ist Jürgen Bürtsch und heute in diesem Video wollen wir mal über 4K sprechen. 4K kennt man vielleicht schon aus dem Kino. Dort werden 4K-Filme gezeigt bzw. mit 4K-Projektoren projiziert. Sowas gibt es aber mittlerweile auch für das Heimkino. Hier sehen wir im Heimkinoraum Afrikaner eine 4K-Projektion mit einem Sony VW 1000ES auf einer Bildbreite von 5 Metern. Das sind fast schon Kinodimensionen. Also ich kenne Kinos hier in München, die kleiner sind als eine 5 Meter Leinwand. Aber man sieht, dass man auch mit diesen Projektoren mittlerweile solche Leinwände ausleuchten kann. Und wir wollen aber uns heute gar nicht, hoppla, nicht, dass der mich auch noch erschießt. Wir wollen heute aber gar nicht über das Thema 4K-Projektoren reden, denn wir haben hier ganz neu den Sony 4K-Fernseher. Dieser 4K-Fernseher wird erstmals hier in München vorgestellt und wir wollen in dieser Video-News Ihnen die Funktionen und Möglichkeiten dieses Fernsehers etwas näher bringen. So, 84 Zoll ist eine ganze Menge fürs Wohnzimmer. Ich werde Ihnen dann auch ein Foto zeigen, wie der Fernseher hier angekommen ist. Denn dabei ist schon ein allererstes Problem bei diesen Fernsehern, denn die sind sehr groß, auch die Verpackung. Und eine zweite Sache, nicht jeder wird sich einen solchen Fernseher, auch wenn er sich leisten kann, kaufen können. Denn wir haben schon festgestellt, dass der Fernseher auch bei uns hier im Laden nicht überall aufstellbar ist, weil wir durch die Türen nicht durchkommen oder um die Ecken nicht rum. Wer also zum Beispiel eine Wendeltreppe besitzt, der sollte den Fernseher im Erdgeschoss aufstellen, weil die Wendeltreppe wird er mit diesem Fernseher nicht nach oben kommen. Ist bei der Planung zu berücksichtigen, also auch beim Kaufen, ja, durchaus mal drüber nachdenken, wenn Sie so einen großen Fernseher kaufen, dass Sie den vielleicht auch gar nicht ins Haus kriegen. Der Fernseher verfügt über ein 4K-Panel. Das heißt, wir sehen, wenn wir ganz nah an dem Fernseher sind, nahezu keine Pixel mehr. Das ist auch ein ganz großes Problem von großen Fernsehern. Bis 55 Zoll geht es eigentlich noch mit Full HD, manchmal auch bis 65 Zoll. Wenn es aber darüber hinausgeht, werden bei den Sitzabständen, die wir normalerweise im Wohnzimmer haben, die Pixel so groß an dem Fernseher, dass wir die sehen. Und das ist natürlich schlecht. Das ist bei diesem Fernseher nicht der Fall, weil er einfach die vierfache Auflösung von Full HD hat. Und das merkt man auch sofort, wenn ich jetzt hier ganz nahe an dem Fernseher stehe, sehe ich diese Auflösung schon nicht mehr. Der Fernseher arbeitet ja mit Bildpunkten, die rot, grün, blau nebeneinander liegen, anders als bei den Projektoren, wo ja rot, grün, blau übereinander liegen. Aber wie gesagt, der Vorteil von 4K ist, dass man diese Auflösung nicht mehr erkennt. Ein weiterer Vorteil von dem Fernseher ist, dass er auch 2K-Content, wir schauen jetzt eine Blu-ray, das ist also wieder die Szene aus Thor, die wir vorhin schon gesehen haben, automatisch auf 4K hochrechnet. Das heißt, jede Quelle, die Sie zuspielen, egal ob das Fernsehen ist oder Blu-ray oder DVD, wird auf eine 4K-Auflösung hochgerechnet. Auch da verwendet der Fernseher genau dieselben Algorithmen wie der Projektor von Sony, der ja schon das in hervorragender Weise tut und sehr wohl ein Unterschied zu erkennen ist zwischen einer Blu-ray, die man in Full HD anschaut und einer Blu-ray, die man in 4K anschaut. Das ist auch wichtig, denn 4K-Content, also Inhalte, Filme, gibt es momentan noch nicht und es gibt auch kein Format dafür. Dieses Format würde es dann geben, wenn irgendwann die Blu-ray abgelöst werden würde und man eine neue, wie auch immer geartete Red-Ray oder Green-Ray oder was weiß ich, hätte, auf der dann wirklich 4K-Filme drauf sind. Das heißt, wer diesen Fernseher kauft, hat den Vorteil eigentlich schon heute, obwohl es die 4K-Content den 4K-Content noch gar nicht gibt. Wir haben hier auch einen Server angeschlossen, wo wir dann im Anschluss dann vielleicht auch mal 4K-Content zuspielen, damit Sie auch mal sehen, was denn das bedeutet. Dieser Fernseher hat auch wieder die Möglichkeit, Bildoptionen einzustellen. Wir sehen also, wenn ich hier auf die Optionen gehe, die Möglichkeit, Bild und Ton und so weiter einzustellen. Uns interessiert immer zunächst mal das Bild, wobei der Ton bei diesem Fernseher auch nicht unwichtig ist. Aber gehen wir mal zunächst auf das Bild und laden die Optionen. Und wir finden hier netterweise alle Funktionen, die wir schon von der HX855 und der HX955 Serie, die aktuell der aktuellen Fernseher sind. Und können damit alle Parameter, die wir auch von den Fernsehern her kennen, bislang von den normalen Full-HD-Fernsehern, regeln. Beispielsweise das Hintergrundlicht, um damit bessere Schwarzwerte zu erzielen. Oder, wenn wir weiter runtergehen,
die Farbtemperatur und auch hier haben wir wieder diese Reality Creation. Die Reality Creation, will ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, ist eine Funktion von Sony, die es schon seit circa 2 Jahren gibt mit Prozessoren, die versuchen, aus einem komprimierten Bild die Realität wieder herauszurechnen. Also Sie wissen ja, auf einer Blu-ray sind die Bilder komprimiert, auch auf einer DVD, natürlich auch im Fernsehen, sonst würden die Datenraten gar nicht ausreichen, diese Bilder zu transportieren. Und mit dieser Reality Creation wird das eben korrigiert. Dabei hat man wieder die beiden Parameter Auflösung, ich kann also die Auflösung erhöhen und den Rauschfilter, um durch eventuelle Bildfehler durch Rauschen mit dieser Reality Creation wieder zu richten. Wir haben diesen Fernseher schon mal ein bisschen analysiert und uns diese ganzen Einstellungen mal angeschaut. Und tatsächlich ist es so, dass alle Features, die wir aus den anderen Fernsehern kennen, wie beispielsweise die Schwarzwertkorrektur oder auch die Kontrastanhebung oder auch die dynamische LED-Steuerung, die sowas ist wie eine Blende bei den Projektoren, können wir aktivieren und relativ gut und sauber auch einstellen. Und dadurch wird das Bild tatsächlich auch nochmal eine ganze Ecke besser als mit den mitgelieferten Einstellungen von Sony. Man muss eben nur wissen, an welchen Hebeln man dreht. Wir werden, wenn wir das Gerät ausliefern, selbstverständlich den Kunden diese Einstellungen schon vorgeben. Und er kann dann quasi nur noch auswählen, ob er eben die helle oder die mittlere oder die dunkle Einstellung verwenden will. Weil es ist eine Wissenschaft für sich, denn diese ganzen Einstellungen, die tun sich alle gegenseitig beeinflussen. Ja, selbstverständlich ist der Fernseher 3D-tauglich, kann also auch 3D darstellen. Allerdings arbeitet der Fernseher da etwas anders als die anderen Sony-Fernseher, denn durch die hohe Auflösung hätten wir natürlich Platz. Also Full HD würde also bedeuten, das ist Full HD ungefähr und wir haben hier die vierfache Full HD-Auflösung. Und der Fernseher nutzt eine Technik, die nennt sich Polfiltertechnik, indem er das 3D-Bild tatsächlich für das linke und für das rechte Auge gleichzeitig auf den Bildschirm wirft. Es wird also zeilenweise einfach gleichzeitig gemacht. Und dadurch, dass man den 3D-Effekt sieht, nimmt man eine Passivbrille. Diese Brille hier ist eine ganz einfache Polarisationsbrille, die man dann aufsetzt, ja, auch über die Brille drüber. Man sieht, also die ist auch sehr leicht und überhaupt hat keinen Strom natürlich. Ja. Und es wird dann durch die Polarisation, die in den Brillen eingegeben ist, also mit dem linken Auge sehe ich nur links polarisiertes Licht und mit dem rechten Auge nur rechts polarisiertes Licht, habe ich dann gleichzeitig das 3D-Bild für beide Augen. Das erhöht natürlich die Helligkeit im 3D und es sind auch Effekte, wie man es von den Shutterbrillen kennt, wie Ghosting, die dadurch entstehen, dass ich noch ein bisschen was vom linken Bild und vom rechten Bild sehe, weg. Ein Riesenvorteil, mit diesem Fernseher 3D zu gucken. Wir werden das auch hier in der Ausstellung natürlich gerne demonstrieren und Sie können sehen, dass 3D damit nicht nur wegen der Größe zu einem völlig neuen Erlebnis wird. Interessant ist eine Funktion, die Sony auch im Zusammenhang mit diesen Brillen gebaut hat. Das nennt sich SimulView. Momentan wird es angeboten, beispielsweise für Computerspiele. Da wird es dann 2 Brillen geben, die haben wir leider noch nicht hier. Es ist also eine Brille für den Spieler A und eine Brille für den Spieler B. Und man schließt dann einfach 2 Spielkonsolen an oder auch eine mit Splitscreen. Und es wird aber für beide Spieler quasi das ganze Panel genutzt. Das heißt, beide Spieler sehen ihren View, setzen dann die Brille auf und sehen dann quasi nur ihr Bild. Und der andere Spieler die Brille B und sieht nur sein Bild. Diese Funktion, SimulView, wird sicherlich in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt werden. Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, dass man 2 externe Satellitenreceiver oder anschließt und der Mann kann sich dann Fußball und die Frau den Tatort anschauen, gleichzeitig. Man muss dann nur aufpassen mit dem Ton. Diese Funktion ist leider noch nicht integriert, aber wahrscheinlich auch in der Zukunft sicherlich irgendwann möglich. Ja, Sie sehen schon an diesem Fernseher, der natürlich nicht so flach ist, wie man es heute von den kleineren Fernsehern gewohnt ist, dass wir links und rechts 2 Lautsprecher installiert haben, die auch eine Besonderheit haben, denn diese Lautsprecher sind für einen Fernseher eigentlich relativ groß und reichen eigentlich auch aus, um tatsächlich schon auch nur mit dem entsprechenden Fernseher ein entsprechendes Klangbild ins Wohnzimmer zu zaubern. Das liegt daran, dass in die beiden Lautsprecher-Chassis tatsächlich auch Subwoofer eingebaut sind, die Mittel-
und Hochtöner sind zentrisch platziert, sodass auch ein Center-Kanal in die Mitte des Bildes gerechnet wird. Das ist in der Elektronik des Fernsehers mit dabei. So ist also auch der Sound bei diesem Fernseher was Besonderes, wobei ich würde wahrscheinlich, wenn ich einen solchen Fernseher installieren würde, schon darüber nachdenken, dann auch ein entsprechendes Surround-System mit dazu zu installieren. Aber nur mal schnell zum Fernseh gucken, völlig ausreichend und sogar in einer exorbitant guten Qualität, was als Ton hier aus dem Fernseher herauskommt. Ja, wir haben jetzt mal einen 4K-Server an den Fernseher angeschlossen und sehen mal hier einen kurzen Clip, den Sony uns zur Verfügung gestellt hat, der auch in 4K aufgenommen ist und auch natürlich in 4K bearbeitet. Und der zeigt natürlich beeindruckend, was mit dem Fernseher eigentlich alles möglich wäre, wenn wir tatsächlich 4K-Inhalte hätten, die wir zuspielen können. Denn dann zeigt der Fernseher natürlich noch sehr viel brillantere Bilder. Wir wollen sie Ihnen aber nicht vorenthalten und genießen Sie ein paar Augenblicke mit den Bildern hier, die natürlich auf unserem Full HD, auf unserer Full HD Kamera, mit der wir das hier abfilmen, natürlich nicht so rüberkommen. So sieht er ausgeschalten aus, auch nicht schlecht auf seinem Standfuß. Wer diesen Fernseher mal näher sehen will in den nächsten beiden Tagen, Freitag und Samstag hier bei uns in der Ausstellung am 21. und 22. September 2012, können Sie diesen Fernseher das erste Mal hier live in München sehen. Die Fernseher werden laut Sony individuell für Kunden gefertigt. Wer also einen bestellen will, muss sich auf ein bisschen Lieferzeit einstellen. Und wer Lust hat, in den nächsten zwei Tagen vorbeizukommen, am Samstag eröffnet die Wiesn. Gibt es also neben dem Fernseher auch noch was anderes Interessantes zu sehen hier in München. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.